Nachdem ich euch in dem vorangegangenen Video einen ersten Rover für mein Mail-to-Code-System vorgestellt habe, der dem 3D-Drucker entsprungen ist, möchte ich euch nun zeigen, dass solch ein Gefährt auch mit weitaus einfacheren Werkzeugen hergestellt werden kann. Die Mechanik von Rover R21 besteht überwiegend aus Pappe. Auch wenn der Kettenantrieb von R20 cooler aussehen mag, vom Lerneffekt bietet dieser keinen Mehrwert gegenüber den Pappscheiben von R21. Die Abmessungen sind ähnlich und beide Roboterplattformen bieten vielfältige Möglichkeiten, Erweiterungen an den Chassis anzubringen. Die unbedingt notwendigen elektronischen Komponenten sind für beide Fahrzeuge gleich und bestehen aus einem Raspberry Pi, zwei Servos für kontinuierliche Rotation, einer Powerbank und einem Mikrocontroller. Grundmaterial von R21 ist 2 mm Pappe, die mit einem scharfen Messer oder einer Schere sehr leicht zugeschnitten und mit Klebstoff verbunden werden kann. Möglich sind auch 2-3 mm Sperrholz oder 2 mm Kunststoff, beides Materialien, die ebenfalls mit einem Messer zugeschnitten werden können, wenn auch nicht ganz so leicht. Der Bauplan kann entweder per Lineal und Stift auf die Pappe übertragen oder einfach aufgeklebt werden. Als Klebstoffe eignen sich Heißkleber oder Sekundenkleber, wenn's schnell gehen soll, oder Weißleim für Menschen mit etwas mehr Zeit. Für das Chassis werden die Teile nach dem Ausschneiden zu einer Schachtel zusammengeklebt. Daran angeschraubt werden die beiden Servos für kontinuierliche Rotation, die als Antriebsmotoren dienen. Die Schraubenlöcher müssen mit einem 1,5 mm Bohrer oder wie hier mit einem sehr kleinen Schraubendreher vorgebohrt werden. Die Räder bestehen aus zusammengeklebten Pappscheiben mit einem Durchmesser von 45 mm, die wiederum an die Servohörner geklebt werden. Für bessere Traktion habe ich die Räder nach ersten Tests verbreitert und mit Reifen aus Gummiringen ausgestattet. Hinten am Chassis ist ein Schleifsporn angeklebt. Fehlen noch Befestigungspunkte für den Raspberry Pi und den Mikrocontroller. Diese bestehen aus einem Stapel Pappstücke, in die Schrauben gedreht werden können. Der Raspberry Pi ist vorne am Chassis befestigt. Der Mikrocontroller hinten, hier habe ich ein günstigeres Nano-Board mit einem ATmega 328 Mikrocontroller verbaut. Ein ATmega 2560 Board wie bei R20 kann natürlich auch verwendet werden, kleiner und günstiger passt nach meinem Empfinden aber besser zu dem Roboter aus Pappe. Für die Elektronik, die in der einfachen Ausbaustufe lediglich aus Steckkontakten für die Servos und ein paar Widerständen besteht, habe ich eine Lochrasterplatine verwendet, die noch Platz für Erweiterungen besitzt. Die Powerbank zur Energieversorgung wird von hinten in das Chassis eingeschoben. Nun noch die Software auf den Raspberry Pi aufspielen. Und die Energieversorgung über USB-Kabel sicherstellen. Von der Powerbank führt ein Ausgang zum Raspberry Pi und der zweite zu den Servos.
Raspberry Pi und Microcontroller Board sind ebenfalls per USB-Kabel verbunden. Damit ist der Roboter einsatzbereit und kann über das bewusst simpel gehaltene Webinterface mit Codezeilen gefüttert werden. Ja, Programmieren bedeutet Text zu schreiben, auch wenn Hollywood und verschiedene Hersteller von Spielzeugbetriebssystemen euch was anderes vorgaukeln möchten. Neben der Weboberfläche zum Programmieren des Roboters ist auch ein Tutorial in dem System integriert. Somit könnt ihr die dort aufgelisteten Programmbeispiele als Grundlage für eure Experimente verwenden und den Quellcode anpassen, um dem Roboter neue Tricks beizubringen. Wie auch bei dem 3D gedruckten Rover R20 ist Platz für Erweiterungen vorhanden. Als erstes Upgrade verpasse ich dem Roboter Stoßstangen mit Schaltern, über die erkannt werden kann, ob der Rover gegen ein Hindernis gefahren ist. Auf der Rückseite der Pappstoßstange befindet sich ein mit Masse verbundener Draht. An den Ecken des Chassis sind die Drahtgegenstücke, die zu GPIO-Pins an dem Microcontroller führen. Diese simplen Schalter werden geschlossen, sobald der Rover gegen ein Hindernis stößt. Wird der Roboter mit dem entsprechenden Code gefüttert, so stoppen die Antriebsmotoren, sobald ein Hindernis berührt wird. Weitere Programmzeilen sorgen dafür, dass der Rover ein Stück zurückfährt, sich nach links dreht und so dem Hindernis ausweicht. Das entsprechende Programm ist noch keine Raketenwissenschaft, aber doch so ein wenig trickreich in der Implementierung. So darf das Zurückweichen nicht zu kurz ausfallen und die Drehungen müssen stimmen. Und ja, ich sollte die ungleichmäßige Geschwindigkeit der beiden Servos per Software angleichen. Die Stoßstangen mit Kontaktsensor habe ich auch in Rover R20 implementiert. Wie bereits gesagt, besitzen beide Roboter die gleichen Fähigkeiten. Für welchen Nachbau ihr euch entscheidet, bleibt euch überlassen. Das Hindernis kann natürlich auch breiter sein, sodass das Ausweichmanöver mehr als nur einmal durchlaufen werden muss. Auch vermeintlich einfache Programmierbeispiele haben so ihre ganz eigenen Fallstricke und optimieren geht eigentlich immer. Ihr werdet schnell feststellen, dass in Rovern immer irgendwelche Gremlins ihr Unwesen zu treiben scheinen und euch als Programmierer zusammen mit Käfern das Leben schwer machen. Ein gewisses Durchhaltevermögen ist eine Grundvoraussetzung beim Programmieren. Wenn euch das nicht abschreckt, die Nachbauanleitungen meiner Rover findet ihr auf homofatiens.de. Und wer mich darin unterstützen möchte, diesen Lernrobotern weitere Fähigkeiten zu verpassen, dort gibt's auch eine Spendenschaltfläche. Neben dem Bau der Roboter verschlingt die Dokumentation und der Aufbau eines Tutorials etliche Stunden. Der Gegenwert einer Tafel Schokolade oder einer Tüte Gummibärchen als Nervennahrung hilft dabei, das Projekt voranzutreiben. Vielen Dank an all die großartigen Menschen, die mich und meine Projekte auf diesem Wege bereits unterstützt haben. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!